Hallo und herzlich willkommen bei Chokchai TV. Genau, und wie ihr gesehen habt, haben wir da eine andere Person stehen, wie eigentlich normal. Ein bisschen dunkler, öfter im Solarium wie die anderen. Und ja, wir machen das jetzt einfach einmal, dass wir einen Gast bei uns haben. Wer bist du? Ich bin die Shirley. Genau. Hallo Shirley. Das ist die Shirley. Und wir sind schon sehr gespannt, wie das jetzt werden wird. Wir alle miteinander, keine Ahnung. Aber wir glauben, es wird ziemlich lustig und wir machen Partei. Allerdings, nachdem die Shirley so halb Vegetarierin ist, die nur, Pesketaria die nur Fisch isst, machen wir Lachs dazu zur Partei. Ja. Genau. Und wenn sie das sehen wollt, dann bleibt sie dran. Schon los, genau. Ja? Okay. Was ist der? Na, Horst, machen wir mal mit dir weiter. Schau. Ja. Du erklärst nochmal schnell die Zutaten. Das ich erkläre schnell die Zutaten, weil die weiß ja nicht, was das alles ist. Und dementsprechend. Ja, was haben wir gerade vorher besprochen? Ja, genau. Okay, also wir haben Tofu, den habe ich fehlerhafterweise schon klar geschnitten. Oh mein. Tragisch. Das kennt auch vermutlich schon der eine oder andere. Das ist Frühlingszwiebel, Sojasprossen, Limette, Ei. Tamarindpaste, Pad Thai Paste. Okay. Und das ist die Tamarindpaste. Genau, dann haben wir da Lachs, wir haben da Salz, Pfeffer, weißer Pfeffer. Unseren weißen Pfeffer. Honig und die Parteinudeln. Dafür. Die wir schon 15 Minuten in. Die Reisnudeln sind das, gell? Oder Reisbandnudeln hast du das. Genau. So ist das. Und natürlich Öl und ein bisschen Zucker. Und da hinten haben wir auch noch und Fischsoße, Sojasauce. Also viel. Ja, wir haben einen Tisch voll. Ja, dann würde ich mal sagen, ihr schneidet das jetzt in die Stücke zu, wie es so gehört, gell? Ja, ich überlege, ob ich mir das mache. Ich muss ehrlich gesagt das Drehen von da drüben holen, weil die Erdnüsse, die müssen wir jetzt trotzdem. So, noch klar schnell. Vielleicht packen wir. Genau, weil wir haben ja ungeröstete Erdnüsse und das müssen wir immer vorher noch kurz anrösten, weil es sonst einfach so langweilig schmeckt. Genau. Und wir sind ja alle miteinander keine Langweiler. Und jetzt wird es klar machen. Okay. Genau. Jetzt stellen wir gleich mal, ich weiß gar nicht, ob du kochen kannst. Kannst du kochen? Ja. Schon, okay. Ja. Sehr gut. Sagen wir mal. Ja, also, ja, also hab, wenn du sagst, ja, dann mit Sicherheit auf unsere. Nein, ich habe zum Beispiel noch nie Erdnüsse klein gehackt. Ja, das ist das. Ich mach das jetzt einfach einmal so. Ja, genau, am Anfang ein bisschen vorsichtiger, weil sonst schierst du alles in alle Richtungen. Und das war's dann immer halt. Ja. Und während du das klar schneidest, kommt das dir ein bisschen vorstellen. Weil die Leute wissen jetzt genau, du hast Shirley. Ja, das, okay. Wer bist du? Wo kommst du? Warum bist du da? Okay. Ursprünglich bin ich von den Philippinen. Bist du eigentlich dort geboren? Ich bin dort geboren. Genau. Du bist schon mal, ja. Ja. Aufgewachsen bin ich in Oberösterreich. Yeah. Und jetzt seit anderthalb Jahren in Wien. Und ich bin Model Scout, auch Model Coach und Managerin eines Projekts, das ich gerade leite. Und ja, jetzt bin ich mal für ein paar Tage in. Hoppla, ist schon passiert. Jetzt bin ich mal für ein paar Tage in Linz und dann haben wir gedacht, ich möchte ihn bei Chokchai. Die Gelegenheit haben wir natürlich gleich nutzen müssen, dass wir den ersten Gastauftritt von Chokchai TV produzieren. Und ich meine, wie überragend du das machst, das ist ja eine Sensation. Wirklich. Ja, unglaublich. Genau. Es geht mit einem Mixer halt doch irgendwie schon einfacher, aber wir wollten es dann ja zu einfach machen. Ja. War alles Absicht, nicht, weil der Horst den Mixer wieder vergessen hat zum 10. Mal. Aber okay. Das ist nicht schön, schau mal. Ja, voll. Ja. Ich bin schwer begeistert. Schön, dass du Horst. So habe ich es nicht gesagt. Auf jeden Fall vorsichtiger und mit viel mehr Liebe. Und mir geht das ja so irgendwie. Das muss man schon mit Gefühl machen. Genau. Ja, kochen, der kennt schon Hopsala. Bleib schon dazu.
Kleinhacken macht ja voll Spaß. Ja. Ich will nicht wissen, wie du dir das vorstellst, gell? Also, nein, niemand. Wie heißt das bei SpongeBob? Der Hackfleisch hackende Zerhacker. Ja, der Hackfleisch hackende Zerhacker. Wer kennt das auch von unseren Zuschauern, bitte in den Kommentaren schreiben. Genau, der Hackfleisch hassende Zerhacker. Das passt schon überragend, Shirley. Echt? Ja, das so schön hat das der Horst nie gemacht. Nein, alles gut. Gut. Dann ist der nächste Step, was hast? Das ist jetzt gleich eine Hand. Eine damit. Hervorragend. Habe ich den Löffel mit? Ich habe sogar einen Löffel mit, schau. Nein, das hat... Das weiße Ding da. Habe ich das nicht her da? Nein, das habe ich ja da. Ich bin so stolz auf dich. Genau, da geht es jetzt nicht um viel, man braucht noch umrühren eigentlich. Schau, so, puh, das Gesicht hätte es jetzt sehen müssen. Das war eine Sensation. So, ups. Das wird umrühren. Okay. Ja, du kannst das auch ruhig mal ein bisschen lassen, ein bisschen braun werden lassen, dann wieder umrühren. Und das ist dir machen, das ist umrühren. Man merkt, die andere kocht nicht so. Ja, ja, ich weiß. Und jetzt ist meistens hinter der Kamera. Ja, und der ist dann jetzt, also muss ich ein bisschen aufpassen, weil das ist schon, das geht auch teilweise sehr schnell. Und jetzt voll schwarz, was blähbar. Du darfst nicht nur mal Erdnüsse hacken, weißt du? Der Erdnusshackende Zerhacker. Nein, wenn es ja schwarz werden muss. Ach so, okay. Aber nachher müssen wir eigentlich. Achso, nein, warte mal. Zum Servieren, da braucht man immer so ein kleines Haufen Erdnüsse dann am Schluss. Oder nehmen wir wahrscheinlich auch die, oder? Ja. Okay. Das riecht schon voll gut. Das mache ich schon meistens, gell? Mit Cashewnüsse. Die haue ich einfach so in den Ofen rein und das schmeckt dann so intensiv. Ja, voll. Das ist so lecker. Ich finde immer, dass man Popcorn wirft. So gut. Jetzt zeige ich dann Oberschmäh. Schau mal her. Kannst du ermachen und dann einmal so. Das ist eigentlich das Bauchzeug. Der Horst verrottet seine Insider-Tricks. Nice, nice. Ich will das jetzt ausprobieren. Nein, ich glaube, der war nicht so spät. Der schafft. Wird sie es schaffen? Nein. Ja, wer? Gescheit. Wie, was? Wie zeigst du das? Ja! Ich hab's doch gesagt, das fliegt. Schau, ja. Aber du musst es ja auffangen auch wieder. So. Einfach, dass es so aufschubst und dann wieder. Mein Gott, das ist wie dieses eine. Wie heißt das? Diabolo. Ja, so ähnlich. Nein, mach das lieber nicht. Ich finde, das riecht schon ziemlich gut eigentlich. Ach so, ist ja noch. Ja. Okay. Das ist das Diabolo für die Kochprofis. Quasi. So. Ja, schaut schön braun. Ich glaube, da muss ein paar Rösterungen gut. Ja. Bringst du das in die Schüssel rein? Du kinderst in der Zwischenzeit. So, was ist jetzt eigentlich der nächste Schritt? Genau, die Paste müssen uns rein tun. Du könntest mal helfen. Liebe Freunde, ich zeige euch gleich einmal, um welche Paste es sich handelt. Na, um welche wohl? Die Parteipaste. Oh. Ja, super. Muss das aber weiter. So. Super, dann haben wir die letzten Bräserl auch. Ja, die bleiben drinnen, aber das ist jetzt einfach so. Und jetzt nehmen wir ein bisschen Öl und dann machen wir die Paste rein. Das ist Öl. Ist das zu viel? Das ist ein bisschen, das passt schon. Das passt schon. No, das ist völlig okay. Dafür da meine zwei. Warum hast du die ausgeschaltet? Das war nicht du. Zwei. Das macht es ganz automatisch. Hast du geholfen, die Teelöffel rein? Okay. Genau, das ist ein guter Teelöffel. Der Papa tut immer ein ganzes Glas rein, oder? Ja. Ja, kann man auch machen. Wenn man es so sehr, sehr intensiv haben mag. Das werden wir eh noch, wenn wir brauchen, was ich nicht erwartet.
Genau, das ist das gleiche Ding, das muss man umrühren, das schnell abrennen. Und dann nimmst du das nächste den Tofu und durch den Tofu da drinnen abschützen. Den Tofu. Multitasking. Das ist jetzt genauso wie bei der letzten. Das haben wir, haben wir das gefühlt, oder? Das Bauchreiben und ja. Kopfklopfen. Das ist doch das Ding, der erste, glaube ich. Ja. Oder vorgestern. Ja. Die Shirley ist halt eine begeisterte Zuschauerin von uns, von unserer Show. Das bist du in das der Show. Das hast du gut. Schau, wie sie das macht. Na, das ist die hat schon gelernt, wie es geht. Sehr unglaublich. Ich kann eigentlich auch. Ja, Shirley, ich stelle die Kamera einfach so her und dann gehen wir. Und in 15 Minuten. Okay, passt. Ja. Was ist der nächste Schritt, Horst? Der nächste Schritt ist. Was ist der nächste Schritt? Hättet man nicht die Frühlingszwiebel klar schneiden müssen? Die Frühlingszwiebel, ja, ich komme ganz zum Schluss rein. Die kann ich einfach klar schneiden, das ist nicht das Problem. Ja, ein bisschen Teamwork. Dass du nicht nochmal anders stehst, das ist gut. Es war aber so lustig schon die ganze Zeit. Ich bin die ganze Zeit gefreut, dass ich nicht koche. Nein. Das ist ja umgeschafft und das war immer besser. So von der Seite. Von der Seite geschaffen oder von oben. Oder von der Seite. Bisschen wachsen. Bisschen wachsen, ja, was? Es wird echt gut. Das, ja, das machen wir noch eine Minute, dann tun wir das Ei rein. Verschiebst am besten den Tofu auf Seiten. Das A-Hälfte. Seiten, genau so. Und dann tust du da, wo halt frei ist, tust du das Ei rein. Jetzt? Ja, machen wir ein bisschen. Was? Wie kommst du da voran? Ja. Toll. Überragend. Komm ich voran. Nein! Was? Das tut mir ja. Also nein, wenn dann eine ganze Frühlingszwiebel tut man. Fürs Servieren. Ja, das ist ja ganz rein. Ja, aber das tut mir nicht weg. Nein. Du, der Blick schon wieder. Kennst du diesen Hundeblick von Männern? Sau geil. Jetzt schau, jetzt ist er schön, jetzt ist er schön aufgelassen, die haben wir jetzt noch Zeit. Und jetzt haust du es rein. Okay. Wird sie es schaffen? Oida! Wie gut war das? Das war schwupps. Ich mach das hier, ja. Das mach ich Fleder. Das haben wir noch nicht gesehen. Asiaten. Asiatenpower. Das war stark. Wie ist Gott, das jetzt hängen müssen? Ich weiß, ob das ist ideal, das ist ein bisschen vermischen. Ja, gleich vermischen. Also zur Erklärung, Pad heißt gebraten. Und das Ei ist ganz typisch. Oh mein Gott, ich jetzt gerade. So. Oh, Schupfi, wuhu. Oh, nochmal Schupfi, wuhu. Ja. Nein. Ja. Ja. Vielleicht Menge, also ein paar Sauereien, also. So, und jetzt müssen wir unbedingt ein bisschen Wasser rein, damit das Ganze schon wieder zu. Da, schau, bitte nimm das. Ich habe extra frisches Wasser. Her da. So, also ihr seht so, das Ganze wird zu trocken geworden, deswegen tun wir jetzt ein bisschen Wasser rein. So, und jetzt tun wir die Hälfte von den Oben rein, damit wir sehen, wie das von der Menge her zusammenpasst. Die Hälfte. Mit der Hand, nimmst du mit der Hand. Ja. Das sind, genau. Nur noch ein bisschen. Zwei Nudeln noch. Ein Drittel von der anderen. Echt? Was? Habe ich glaube es eigentlich. Schauen wir mal. Ja, da kannst du ein bisschen Nudeln rein. Ich tue nur die Hälfte von dem jetzt rein.
Kann eh alles sein, oder? Ja. Ey, komm, ob es jetzt die zwei Nudeln okay. da lässt oder so eine tut, mein Gott, ehrlich. Mach nur mal so was. Yeah! So. Und. Nochmal etwas Wasser. Da echt immer aufpassen, dass das nicht ist. Das ist halt Partei, wirklich so. Also immer, bitte immer gleich Wasser bereit halten. Ihr braucht das eigentlich immer. So. Und jetzt nimmst du einen Esslöffel. One tablespoon of. Tamarind Paste. Wieso? Ja, eine, passt schon. Okay. Und schläg auch, ich schwöre, das ist so gut. Na, schläg's so nicht gut. Ab! Es ist so gut, Tamarindpaste ist so gut. Es ist voll sauer, oder? Es ist so gut. Ja, es ist sauer, aber es ist so gut. Voll lecker. Ja? Ja, schau, ich yeah! Das Tamarind-Team. Das ist so geil. Jetzt tust du noch was von dem eine. Okay. Ja, du noch an. So, jetzt haben wir noch umdrehen und dann kommen wir die Nüsse. Jetzt haben wir schon fast fertig, müssen wir nur den Lachs machen. Horst, warum genau tun wir das erst zum Schluss rein? Ja, weil es sich sonst verkocht, weißt du? Weil es sich sonst verkocht, okay. Ja, schau, wie gut. Und die Erdnüsse. Ah, wir haben ganz vergessen, Fischisauce und so etwas. Da, schau her. Die wichtigsten das. Sachen haben wir vergessen. Da jetzt haben wir da mal ein bisschen Zucht dran, weil sonst abwehren? Magst du nicht lassen? Ja, lecker, gell? Hallo? Ein Esslöffel? Welcher Asiate kennt das nicht? Kannst du den Kahn nehmen. Und? Ja, ich weiß, ich bin sehr klein, aber... Ja. Mal so. Die drei Tropfen haben sie ausgezahlt. So. Ich verwisch das entscheidend, aber... Ja. Ein Esslöffel? Ein guten, du kannst reinhauen. Ja, ja, passt, super. Sehr gut umrühren, weil das brennt schon an. Das brennt nicht an. Passt, was redest du schon wieder? Ja. Und jetzt die Erdnuss ist. Schubstibups. Und dann der Rest passt. Frühlingszwiebel und die Sojasprossen. Magst du es scharf? Nein, ja. Sie mag es nicht scharf. Dann haben wir noch zwei Chilis rein. Was? Sie schon denkt sich, das soll scharf sein. Ja, ich habe auch noch, hab nur 15 da, also wir können das noch. Ja, Schade, wir können da gerne ein bisschen variieren. Machen wir. Gerne steigern. So, gut. Dann schauen wir das mal rein. Jetzt müsst ihr ein bisschen umrühren und dann läuft das. Erster Schritt erledigt. Den zweiten Schritt müssen wir jetzt leider die Pfanne putzen, weil es hat Menschen gegeben, die typisch muss. Die haben ein bisschen eine. Man schaut ja echt richtig lecker aus. So, und das schon ohne Lachs. Ja, wow. Und das riecht so gut. Ich bin jetzt so gespannt, wie das mit dem Lachs zusammenpasst, wirklich. Ich bin echt gespannt. Ja, das werdet ihr dann sehen. Du kannst aber jetzt tatsächlich eine Pause machen, Anna. Und okay. In weiß nicht, ein paar Minuten zurückkommen. Okay, dann machen wir das. Jo, was ist der nächste Schritt, lieber Horst? Du hast das jetzt schon in der Hand. Mir blutet das Herz. Ich wurde angewiesen, dieses wunderschöne Lachsfilet zu teilen. Ja, natürlich, weil nachher muss es auch teilen. Du kriegst nicht alles, weißt du? Ja, und das war, das ist ja, so. Und das schaut auch ganz so gut aus. Du tust ein bisschen Öl rein. A little bit of oil. A little bit of oil. Wenn er noch heiß ist. Aber die Pfanne braucht ein bisschen länger. Okay. Also, wir haben es ja schon. Weil das schmeckt hier so geil. Das schmeckt schon so geil. Vielleicht wäre es besser gewesen, wenn wir wirklich den Lachs vorher klar geschnitten hätten und dann da hinten mit den Stickerl. Das hätte schon gut ausgeschaut. Anna, warum hast du denn das ausgeredet? Ich hab nichts ausgeredet. Ja.
Ja. Dazu dann da auch nochmal die Parteipaste auf? Nope, da kommt eine. Also wir haben das jetzt gesalzen und geweißpfeffert. Ja, das hat. Warst du. Das ist Gott irgendwas herzhaft. Das ist Gott so herzhaft. Ja, weil da weißer Pfeffer bei mir gestanden ist, deswegen. Okay, so geht mir auch nichts, weil ich kann nicht schon aufstehen. Adam. Also wir haben es gesalzen und geweißpfeffert und jetzt haben wir noch. Geweißpfeffert. Ich weiß nicht, wie das jetzt heißt. Und dann da war noch ein bisschen Zucker. Ah nein, Zucker darf man nicht rein, was rede ich? Honig. Honig und Sojasauce. Das ist jetzt die Kombination. Okay. So, und jetzt fangen wir wieder an, was das wird. Ja. Dann mal auf der Hautseite anbraten, ja? Ja, das zweite Stück auch. Das ist ja, dann hau ich das zweite Stück rein. Ja. War das nicht der Plan? Ich hab gedacht, ich darf nicht. Warum darfst du nicht? Ja, du sagst, das soll ich miteinander schneiden. Ja, damit zwei Hälften einfach angebraten werden. Also ich weiß nicht, was... Die Kommunikation irgendwie schon, ja. Weibliche Gesellschaft und männliche Gesellschaft ist einfach kompliziert. Schön, dass wir verstanden, oder? Ja, genau. Jetzt wartest du, bis dass das Weiße so ein Zentimeter hoch ist. Dann sollst du das wenden. Okay. Und dann muss auf der anderen Seite auch noch abrasen. Okay. Und dann aber noch kurz. Und dann lassen wir es bei ganz wenig lustig. Dass es halt in der Mitte noch schön, hoffentlich schön, hoch und glasig ist. Alright, alright, alright. Und ich komme eigentlich schon durch die Sojasauce. So ein bisschen rein. Was? Ja, hier geht es nicht mehr rein. Ja. Die Apokalypse bricht aus. Ist es nicht so trocken oder so? Bitte? Weil ja, zu trocken ist. Schaut nur mal rein, wie viel Flüssigkeit das da drin ist. Es wirkt so. Ja, weil es ein Tisch da ist. Weil es ist einfach, weil es hart ist. Ich muss am Leinen rüberholen. Mach das. Feuer gut. Ja. Also schon langsam ist es 1 cm hoch, oder? Das ist mit dem Gabel wenden. Gabel und Löffel, ja. Aber nicht den, nimm den, nimm den, nimm den. Den brauchen wir für Honig. Wir haben etwas Spaß. Mach nicht zu frisch. Aber wenigstens ein paar Röster rum. Ja, das schaut mir gut aus. Jetzt tust du auch wie beim Honig so dazu. Aber ja. Okay. Ja, du mein Löffel. Ich glaube, das machen wir für die Sojasauce dazu dann können. Einfach auf den Tisch drauf. Das ist ja eine Hexenküche da. So. Jetzt lassen wir das noch kurz 30 Sekunden und dann kann man das 200 oder 300 oder 400 aufbauen. Na schaut, ja. Ich habe Angst, dass das anbrennt. Ja, nein, war nicht überhaupt so, das schaut überragend geil aus. Das habe ich nicht gekocht. Ja, das wird jetzt schon, wenn du das ausschaust, das ist so schwarz. Warte mal, ich muss jetzt so ein bisschen leiten. Machen wir den zweiten leiten. Ich würde aber ein bisschen umbrennen, ich Angst. Hey. So, den zweiten leiten Löffel. So, schau her. Ja, das ist jetzt, da war kurz so dran. Das wird jetzt schon verbrennt. Was? Zitat Anna, vor 2 Minuten brennt das nicht an, oder irgendwie so. Ja, da hast du von vorher geredet, nicht von jetzt gleich. Ja, du hast vielleicht aussehen, was riechst du 10 Jahre dran? Was ist das? Warum? Lass der Vegetarier, muss dir sagen, wann. Okay, so schlimm. Das ist nur der Zucker. Ein bisschen, das ist der Zucker. Ein bisschen weniger kratzen. So schlimm ist nicht. Das ist der Zucker vom Honig, den haben wir früher. Tja. Ja, ein bisschen weniger kratzen, dann weißt du schon. Ja.
Das hat jetzt nicht so funktioniert, wie wir das vorgestellt haben. Positive Dinge, das wird schon gut schmecken. Schau, wenigstens die Shirley ist positiv. Das passt eh, nur ich hätte gerne diese Soße. Also ich muss da jetzt echt einmal lüften, weil das ist... Die Soße hätte ich gern so dunkle Karamell. Boah, kannst du bitte so schnell das halten, weil es ist, wir ersticken alle. Ersticken? Aber riechen tut das Ganze verdammt gut. Also, jetzt wo das schwarze Zeug nicht mehr drinnen ist, jetzt passt. Ja, das ist ja nur der Honig, der was so schwarz ist. Ja. Ja. Gut, und jetzt werden wir das anrichten und dann kosten und dann hoffentlich schmeckt es wirklich gut. Ansonsten ja. Lasst es weg, dann habt ihr wenigstens das da. Wir sind alles gleich wieder klar, zurück. So, Shirley, dein Teller ist natürlich das schönere, klar, und dort, wo weniger drauf ist. Meine Aber ihr müsst zuerst mal schauen, das ist wirklich gut gelungen. Schneiden musst du dazu zoomen. Wenn du das anschaust, wie ideal bitte ist der Lachs? Weil er ist ja eine Sensation, wenn er nicht schwarz wie einer Lachs. Deswegen bin ich jetzt ja schon gespannt. Na, kost du zuerst. Okay. Bevor ich anfange zum Futtern. Weil ich höre nicht mehr auf. Der Blick! Oh mein Gott. Geht's? Das ist ein bisschen weg aus dem kleinen Teller. Das schaut so unheimlich schön aus am Foto, aber ein bisschen unpraktisch in der Praxis. Okay, die Nudeln. Das waren jetzt nur Nudeln, gell? Ohne irgendwas anderem. Haben wir das nicht vorher schon gekostet und festgestellt, dass das parteiüberragend gut schmeckt? Ja, habt ihr. Es ist eigentlich nur mehr der Lachs. Der Lachs ist die große Frage. Also die Haut ist auf jeden Fall krass, ja? Auf jeden Fall. Die ist krass. Was isst die Haut nicht, oder was? Okay. Mit Haut. Das tut mir jetzt schon weh. Sechst. Schau, extra mit viel Haut. Haut ist das Beste. Mm. Ist gut? Mhm. Ja. Voll lecker. Eins muss ja. Ja, ziemlich süß wahrscheinlich. Nein, was? Ziemlich süß ist es nicht. Nicht? Es ist perfekt. Ja, da haben wir zwei futternde Menschen. Die schönste Perspektive von unten. Man kann mich nicht falsch filmen, Anna. Das ist nicht möglich. Behaupte okay. Es mal. Also Lachs schmeckt ziemlich geil. Und in der Kombination. Ihr Lachs mit Partei, ich weiß nicht, hat das schon irgendwie, ja, haben wir das schon mal gemacht, nicht, gell? Ja, wieder. Und wie ist das Ergebnis? Das passt gar nicht schlecht, oder? Das passt wirklich gar nicht schlecht. Ja. Du kostet jetzt wieder nur den Lachs. Also, ich bin nicht hundertprozentig bei dir. Bei was bist du nicht bei mir? Das fällt, wobei deine Haut ist auch ganz andere wie meine, das muss man wieder dazu sagen. Ja. Aber es wird echt. Es ist ganz. Ein bisschen mehr Süße von dem Honig, wenn er nicht abbrennt, weil er dann schon geil wird. Magst du meine Haut probieren? Komm, schläg einmal Charlie ab. Ich knabber die Nase da. Okay. Ja, war dein. Aber dein Kommentar. Also, dein Haut ist ja ganz andere als meine. Ich kann direkt was schauen. Und? Ja, deine ist viel süßer wie meine. Finde ich schon dafür unfair. Kostet man nochmal als Gegenprobe? Das muss ja zu Shirley passen. Schau mal. Ja, so. Voll geil. Ich koste das Ganze nur mal in der Kombination, weil da habe ich noch ein bisschen gegessen. Hey, wie oft willst du das nur probieren? Das haben wir es gerade beim. Nein, wir müssen es nur mal so probieren. Wir sind jetzt schon bei 4 Minuten, wo ich einfach nur isst. Ja,
Wir brauchen ein bisschen. Aber interessanterweise passt das voll gut zusammen. Ich war skeptisch wegen der Erdnüsse. Ob Erdnüsse und Lachs, ich weiß nicht. Weil Limetten und Lachs ist gut. Mhm. Also dieses Frucht-Zitrusartige, das passt ja überragend. Aber wegen der Erdnüsse war ich ein bisschen skeptisch, aber das passt voll gut. Na dann, wenn ihr das sagt. Also von dem her, macht es besser noch. Gerade was die Honigpartie zum Schluss betrifft. Ich glaube einfach, dass die Pfanne viel zu heiß war. Und deswegen gleich alles schwarz geworden war. Ja, und ansonsten, wenn ihr dann was Gescheites zusammenbringt, wie immer, drunter kommentieren, posten. Schluck um die Also. Du hast das Schlusswort. Machen wir ja, so. Ja, also ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ich Gast sein muss. Der erste ja, Gast. Genau. Premiere. Genau, so ist es. Danke sehr an euch beiden. Und ich muss sagen, ich bin einfach super lecker. Also, ja, kein Wunder mit unserer Soße, Mann. Das ist ja total einfach. Ja, und. Wir mal gesehen haben. Hammer geiles Essen haben wir jetzt drauf. Danke sehr. Cool. Dann werden wir futtern und ihr nicht.